Herzlich willkommen, mein Name ist David Schmalans. Heute kochen wir für Sie das Schweinefilet unter der Kräuterkruste mit Rahmpilzen und Basilikum-Pesto-Drillingen. Als erstes bereiten wir die Kräuterkruste zu. Dafür brauchen wir Toastbrot, von dem ich schon die Rinde abgeschnitten habe. Das tun wir zuerst in die Küchenmaschine. Dazu geben wir Kräuter, Petersilie, Rosmarin, Thymian und etwas Minze und Parmesan. Zum Schluss wird Butter dazugegeben und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Wenn sich die Butter mit den Kräutern und dem Toastbrot vermischt hat, die Masse auf eine Klarsichtfolie geben und zu einer Rolle formen. Danach kühl stellen. Als nächsten Schritt portionieren wir das Schweinefilet, was wir pariert haben, in ca. 3 gleich große Stücke, à 60 Gramm. Würzen es mit Salz und Pfeffer, beidseitig. Und braten es dann in einer Pfanne von beiden Seiten an. Nach ca. 3 Minuten werden die Schweinefilets gewendet. Die kühlgestellte Kräuterkruste in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden, auf das Schweinefilet geben, die Schweinefilets unter einem Grill oder Salamander für ca. 4 bis 5 Minuten gratinieren. Wenn die Schweinefilets unter der Kräuterkruste leicht Farbe genommen haben, sind sie fertig und können angerichtet werden. Mit frischen Kräutern und einer Tomate ausgarnieren. Zu unseren Schweinefilets unter der Kräuterkruste empfehlen wir Basilikum-Pesto-Drillinge und Rahmpilze. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen dieses Gerichtes. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de